Ja, Leute, herzlich willkommen. Weiter geht's. Ja, super ärgerlich, das letzte Match. Wenn der Gegner wirklich überall die passende Antwort hat, dann ist das schon sehr, sehr frustrierend und man selber drauf wartet. Malfurion versus Gerash. Ja, aber mit 2 zu 2 sollten wir eigentlich einen Gegner haben, den wir schlagen können. Gefällt mir eigentlich so ganz gut. 1, 2, 3. Oder 1 Hero Power 3 und das dann 4 mit Hero Power. Ist immer ganz schön, wenn man auf Turn 1 hier direkt was ausspielen kann. Und wenn wir hier Player 1, also wenn wir hier den ersten Turn haben und immer ein Mana Vorsprung haben, dann haben wir jetzt gleich 2. Das ist schon schön. Okay, auch wenn wir hier jetzt, ich weiß nicht, möchte ich traden? Kann in die Hose gehen, ne? Aber wir brauchen jetzt, mit 4 können wir jetzt auch nicht so super viel anfangen. Face! Danke! Und dann haben wir jetzt Turn 3, den Imp Master, aber bei dem müssen wir traden. Jetzt leider nix. Es wird dort viel zu stark. Turn 4 können wir jetzt und Turn 5 können wir jetzt immer mit Wildgrowth spielen. Ne? Oder beide Wildgrowth, je nachdem was er ausspielt. Ah, da braucht man schon was. Können wir gleich theoretisch hier den die MacBearCat ausspielen. My blade be thirsty. Nicht sehr geil. Das ist ziemlich gut. Besser hätte es nicht kommen können. Ja. Sauber. Es läuft schon gut, ne? Ja, das Wild Growth hier, das ist dann für uns ein Card Draw. Brauchen wir jetzt dann auch nicht mehr nehmen. Höchstens, wenn wir jetzt. Nee, brauchen wir nicht. Lohnt sich dann nicht mehr. Also 3 Wildgrowths sind viel zu viel. Beim nächsten Mal maximal 2. Ach, das ist kein Demon. Okay. Kein Unterschied, ne? Ich möchte hier. Na, es macht. Sonst hätten wir hier jetzt 2 Imps und sie hätte 1, 2. Dann hätten wir bei Brawl eine geringere Wahrscheinlichkeit, dass der Große hier überlebt. Okay. So, können wir uns was Schönes aussuchen hier. Volles Programm. 8 Mana haben wir über. Naja. Für Brawl ist das okay. Das heißt,
Brawl, wenn er Brawl hat, dann ist das jetzt schon wieder so halb ineffektiv, weil wir dann am Ende sowieso 3-2-2er da stehen haben. Und das ist schon ziemlich ätzend für ihn. Die Kraken spielen wir dann aus, wenn wir was mit 4 Mana wegkloppen können. Jetzt haut er aber raus hier. Nee, ich möchte die Kraken eigentlich nur gegen Minions benutzen, die uns wirklich Aua machen, aber die beiden hier, oder die drei, die sind eigentlich noch okay. Die arme Smith-Tussi, ich weiß nicht. Gucken wir mal, was wir hier noch kriegen können. Das ist okay. Das ist okay. Machen wir einen 6-6er draus, oder? Dann verzichte ich auch auf die anderen Minions. Und jetzt kann er auch kein Brawl spielen. Er könnte jetzt execute, das wäre auch ärgerlich, aber okay, er hat 3 Karten. Okay. Also wir können 9, wir können den 4, nee. Ich kann die nicht so einfach ausspielen. Na gut, müssen wir die, auch wenn es weh tut, aber... Auch wenn es irgendwo weh tut, 14 Mana, 14 Leben haben wir jetzt noch. Ist unschön. Jetzt könnte auch Brawl super benutzen. Wenn er es überhaupt hat. Wenn er es überhaupt hat. Hilft ihn jetzt nur bedingt weiter. Okay, Gorehold ist natürlich nicht so scheiße. Hat er jetzt aber ein Health zu wenig oder ein Damage zu wenig. Jetzt wäre Brawl natürlich super ärgerlich, deswegen habe ich jetzt auch nichts mehr weiter ausgespielt. Das ist kein Problem. Ja, Innervate. Innervate werden wir wahrscheinlich nicht mehr benötigen. Jetzt haut das weg. Ach, das ist aber ärgerlich. Macht aber jetzt nichts. Was haben wir? 4, 2, 2, 8, 9. Another night on the prowl. For the wild. Hello.
Jo. Immerhin. Das ist doch schon mal okay. War jetzt auch nie wirklich in Gefahr, glaube ich. Also, da haben wir auch keine Kartenprobleme gehabt jetzt. Durch Wildgrove, Raven Idol haben wir halt hier viele Card Draws. Obwohl wir halt wirklich die Hälfte der Minions sind halt 0, 1 und 2 Mana, ne? Also, beziehungsweise der Karten. Ja, Raven Idol. Wenn gar nichts geht. Ach, guck mal, der Fairy Dragon. Das ist doch schön. Ach, guck mal. Ist das schön. Dann können wir auch den hier jetzt mal spielen. Ich suche mir immer lieber Minions raus. Fürs Board. Wobei ich den auch sehr mag. Das heißt, wir müssen bis Turn 5 durchhalten, oder was? Oder bei Turn 3 spielen wir schon den Blackwing Corruptor. Machen wir mal abhängig davon, wie es so anfängt hier. So, ich möchte was fürs Board haben. Auch wenn der ein Schaden dann ins Face geht, ist auch nicht so schlimm. Jetzt können wir theoretisch schon gleich den Blackwing Corruptor spielen, ne? Da müssen wir bis Turn 7 warten. Scheiße. Ich will ihn auch gar nicht so gerne jetzt so da rein traden. Ich glaube, ich spiele ihn. So, und ich muss mal eben ganz kurz wohin? So, was hat er? Er hat unseren 2-2er weggehauen. Er hat hier einen Schaden drauf gemacht. Scheiße. Den hier können wir wegmachen. Und dann gleich den anderen. Dann machen wir zwar nichts fürs Board. Schnell. Okay. Scheiße. Was hab ich mir da ausgesucht? Fuck. Ja, das war jetzt zu hektisch. Kacke. Bieten wir ihn den zum Traden an. Und dann können wir gleich immer noch den Blackwing Corruptor ziehen. Ah, Groove Tender. Groove Tender. Was bescheuert ist. The Face. Interessant. Okay. Jetzt wird er den aber traden müssen.
Sonst kriegt er gleich 15 Schaden ins Gesicht. So, darf gerne wieder rauskommen. Schade. Ich möchte mir überlegen, mit was ich trade. Außerdem möchte ich schon ganz gerne meinen Taunt behalten. Okay, jetzt haben wir einen neuen Taunt. Das ärgert mich hier mit diesem Scheißding, ey. Das ist das Gefährliche, diese Animation dauert so super lang. Hätten wir nichts gedrückt, dann hätten wir definitiv was Besseres bei rausbekommen. Na gut. Kleines Luxusproblem hier. Weil ich auch sehr gerne hier kleine ausspielen würde. Damit wir nicht den Bock-Creeper den hier auch noch reinhauen müssen und dann da noch einen 6-3er haben, weil den wird er ja hier reinprügeln, dann haben wir zwei kleine zum Traden. Und er hätte nicht gereicht und Face möchte ich hier eigentlich auch nicht. Kriegen wir bisher alles weg. Den nicht, aber muss auch nicht. Den einen wollte ich doch mit dem Face wegnehmen. Ist ja doof jetzt. Naja, mal gucken. Ich mach gleich den Card Draw. Vielleicht ist es doch gar nicht so scheiße. Ist natürlich kacke. Scheiße. Hab ich jetzt nicht bedacht. Wenn wir den nochmal eingeben, dann hat er 7. Naja, halt die Klappe. Lassen wir lieber. Machen wir gleich. Da haben wir gleich 2 Karten. Hauptsache, er hat nicht so eine Scheiße, dass er da hier plus 3 und das Divine Shield drauf macht. Weil so kann ich damit super leben. Zwei, vier, fünf Schaden haben wir nur. Ja, der ist gut. Also wir müssen auf jeden Fall den Murloc wegkriegen. Sieben, sechs, fünf, neun.
Ich glaube 5-9 ist besser. Weil hier, da könnt ihr den reinprügeln. Ne? Ja. Ist, glaube ich, ganz okay gewesen, der Turn. Nicht so geil, aber okay. Das Gute ist, wenn wir den hier traden, dann hat er noch 4 über. Ah, das ist auf Messers Schneide hier, ne? Ich hätte gerne die North Sea Kraken jetzt als nächstes. Found. Oh, der ist böse. So, ich hätte jetzt gerne auch mal Glück. Oh. For the wild. So, bitte nicht auf den rechts. Danke. Geil. Einfach nur richtig geil. So ein Scheiß, ey. So ein Scheiß. Gott, ist das ein Rotz. Ah, Mann, ey. Ich will nicht, dass er face geht. Und ich attackiere jetzt auch nicht, damit er nicht gleich mit beiden dann aufs Face gehen kann, logischerweise. Kann sein, dass er den jetzt so wegkriegt, den Schaden, aber so kann ich den jetzt immerhin gleich noch traden. Müssen wir mal gucken, wir brauchen jetzt wirklich die Krake. Ich hoffe, dafür ist es nicht schon zu spät. 7, 12, 15, doch dafür ist es schon zu spät. I have returned. Ja, sehr schade. Na gut. Ist jetzt auch nicht so das super mega geile Deck gewesen. Und wir haben echt Gegner gehabt, die haben echt immer richtig gute Antworten gehabt. Ne, da hatten wir kaum irgendwie mal Boardkontrolle oder sowas. Da war immer eher der Gegner. Aber gut, ich habe ja gesagt, Ziel ist ein Sieg, damit wir hier den 5. Sieg dann quasi haben. Naja, dann sehen wir uns nächste Folge wieder, Leute. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Und ja, wäre schön. Nächste Folge, ja, können wir mal gucken, was wir für eine Klasse nehmen. Wobei, nö, machen wir dann beim nächsten Mal. Also, bis dann. Tschüssi.